Hallo, liebe Freifam-Zuschauer. Kurze Info heute hier im Video dazu, wie ihr euch bei Freifam melden könnt, wenn ihr mitarbeiten wollt oder Hilfe braucht, wie das intern so abläuft, damit ihr eine Idee kriegt. Und zwar, wenn ihr in eurem Fall Unterstützung wollt, dann kontaktiert bitte nicht mich persönlich auf Facebook. Ja. Ich krieg mehrere Freundschaftsanfragen auf Facebook, aber ich nehme wirklich nur Freundschaftsanfragen an von Freunden, ja, also Leuten, die ich privat kenne. Und deshalb, ich schreibe da immer jeden, dass, ja, ich schreibe dann sowieso, dass wenn man Hilfe in seinem Fall braucht, dass man dann das Kontaktformular auf freifam.de ausfüllt, weil dass dann alles in unseren Prozess reingeht. Das gleiche gilt, wenn ihr schreiben wollt auf Freifam, dann auch einfach das Kontaktformular ausfüllen. Dann werden wir das bearbeiten. Ja? Also wenn ihr sagt, ich will über meinen Fall selber berichten auf Freifam, auch bitte ins Kontaktformular, weil was dann passiert, ist Folgendes. Einer bei uns im Team geht alle Kontaktanfragen durch, regelmäßig. Auch das, was ihr in den Live-Chat da rein schreibt auf der Website, ja, das ist unten rechts so ein kleines Chatfenster, das ihr aktivieren könnt und da reinschreiben könnt. Und da bitte nicht vergessen, eure E-Mail anzugeben. Also, wenn ihr da was reinschreibt, dann werdet ihr automatisch nach eurer E-Mail gefragt, aber manche scheinen das dann nicht zu machen. Und dann können wir euch nicht antworten, ja. Wir wissen eure E-Mail ja nicht auswendig. Auf jeden Fall im Team schaut sich einer dann die ganzen Kontaktversuche an, geht die durch, schaut, ja, ob wir was machen können oder nicht. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass wir euch bei eurem Fall unterstützen, mit Coaching als Beistände, wie auch immer, vielleicht braucht ihr einen Rechtsanwalt, ja, dann fragen wir euch manchmal vorab, ja, wenn ihr sagt, ja, ich habe da einen Beschluss gekriegt, bla bla, und sagen, dann schickt doch mal den Beschluss zu. Weil wir natürlich erstmal prüfen wollen, ob das, was ihr erzählt, auch stimmt. Es gibt genug Leute, die erzählen uns, wie schlimm das alles ist und was mit ihnen am Gericht gemacht wird und dass es unfair ist und bla bla bla. Dann lesen wir das und merken und denken, okay, das ist ein schlimmer Fall. Aber dann lesen wir den Beschluss und lesen vielleicht noch weitere Sachen. Und dann zeigt sich, dass es schon zu Recht so geschehen ist am Gericht. Oder es zeigt sich, dass es nicht so schlimm ist wie dargestellt, was ja was öfter vorkommt, weil wenn man es selber erlebt, kann man das oft nicht einschätzen. Ja? Man ist einfach emotional drin, da braucht man die nötige Distanz. Ja? Manche können das nicht, andere können es, ja? Die haben da die Distanz hier im eigenen Fall. Oder ja, es zeigt sich, ja, das ist wirklich ein schlimmer Fall. Also dann bitte schickt uns wirklich die Sachen zu, weil wenn ihr uns die nicht zuschickt, können wir nicht evaluieren, ob wir euch in eurem Fall überhaupt helfen können, weil wir müssen ja uns ein realistisches Bild über euren Fall machen, um zu verstehen, macht Sinn zu helfen und wie können wir helfen. Okay, das war's, was ich heute erzählen wollte. Also bitte am besten immer das Kontaktformular auf freifam.de ausfüllen, selbst wenn ihr mich kennt persönlich, ja, oder mich persönlich anschreibt. Das bringt nicht viel. Macht es auf dem Kontaktformular auf freifam.de. Es ist auch so, wenn ihr über euren Fall berichten wollt oder vielleicht jemand von uns darüber berichtet, was aber eher seltener vorkommt, weil das halt ein großer Zeitaufwand ist, dann geht es auch alles erstmal durch die Fallbetreuung, weil die Fallbetreuung schaut sich so oder so euren Fall an, um zu gucken, was ist dran. Und ist auch so, die Fallbetreuung, die gibt mir dann die ganzen Informationen. Ja, wenn ich da Videos darüber mache, über Fälle, dann sagt mir die Fallbetreuung, was in dem Fall gerade Neues los ist. Und dann kriege ich da die Infos. Manchmal, ja, wenn es kritische Infos sind, wo ich etwas sage in der Öffentlichkeit, wo ich mir sicher sein muss, dass es stimmt, dann gibt mir die Fallbetreuung das entsprechende Dokument, ja, oder Zitat daraus. Dann kann ich mir das genau anschauen und kann das auch selber noch nachvollziehen. Aber das ist wichtig, es geht alles durch die Fallbetreuung, deshalb einfach ins Kontaktformular reinschreiben, damit das alles in den Prozess reingeht. Okay, das war's für heute.
Ciao, ciao.